Ardha Bhekasana Parshva Sarvangasana. Die halbe Drehstellung aus der Brücke. Vivian, Yogalehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Sarvangasana, der Schulterstand. Von hier bringe einen Fuß zum halben Lotus, also den Fuß auf die Hüftbeuge. Das ist jetzt in einer Logik Ardha Bheka, das heißt zum halben Frosch. Von hier ausgehend bringst du dann die Beine Richtung Brücke, also nur etwas, und dann drehst du dich zur Seite. Und indem du dich so drehst, ist das Ardha Bhekasana Parshva Sarvangasana, also der Schulterstand Sarvangasana mit dem halben Frosch seitwärts gedreht. In einer Logik, insbesondere von einem Meister, der mit Mishra zu tun hat, dieser Meister gilt als Ardha Bheka, wenn das Bein im halben Lotus ist, deshalb Ardha Bhekasana und dann Parshva zur Seite gedreht, Sarvangasana. Eine gute Übung für Flexibilität, Gleichgewicht und Körperbeherrschung. Alle Infos zu diesem und anderem Asana auf wiki.yoga-vidya.de.